Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute siehst du, wie ich Mini-Kohlrouladen zubereite. Das Besondere daran ist nicht nur, dass sie mini sind, sondern auch, dass ich die mit Sojagranulat gefüllt habe. Das Sojagranulat habe ich richtig schön gewürzt, mit Zwiebeln angereichert. Ja, sieh einfach selber und lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Vielen Dank und schöne Weihnachtsfeiertage wünsche ich dir. Ja, so viel Zutaten benötigte ich gar nicht. Eier, Sojagranulat, und Weißkohl. Die Weißkohlblätter hatte ich vorher abgelöst, wie man das macht, in heißem Wasser den Kohl und dann immer die Blätter abschneiden. Und in dem Granulat habe ich dann zwei Eier gegeben, habe das gewürzt, natürlich mit den tollen Gewürzen von gewürzmaster.de. Das Ganze dann mit einer Zwiebel noch verfeinert und schön vermengt. Ich habe dann in einem Topf eine Zwiebel angeschmort. Dazugegeben habe ich dann Harissa und Tomatenmark. Das habe ich auch ein wenig mit angeschmort, damit die Säure vom Tomatenmark einfach mal gemildert wird. Dann habe ich meine Kohlrouladen gefüllt, das Ganze in Mini-Format. Die kleinen süßen Mini-Kohlrouladen habe ich dann in meinen Topf gegeben. Ich habe den ganzen Boden damit bedeckt und darüber nochmal eine Schicht gegeben. Diese Art kann man auch vierlagig oder fünflagig machen. Das Ganze habe ich dann mit Wasser aufgefüllt, einen Teller drauf, auf den Teller eine Tasse mit Wasser, damit mir die Kohlrouladen beim Kochen nicht auseinanderfallen. Das Endresultat ist mega lecker. Ich selber habe dazu ein bisschen von dem Soja gehackten gegessen und lecker Knoblauchjoghurt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und probier dir das Rezept einfach mal aus.